Kann ein Pferd hellseherische Fähigkeiten besitzen? Sind Sie ein Süßmaul? Wenn Sie so etwas wie das hier sehen, läuft Ihnen dann das Wasser im Mund zusammen beim Anblick dieser Köstlichkeit? Haben Sie schon Schlafwandler erlebt, wenn Sie auf die Pirsch gehen? Ist so etwas möglich? Ein befruchtetes Tintenfischei, das sich in einem menschlichen Körper einnistet und entwickelt? Gibt es ein Geräusch, das einem mehr auf die Nerven geht als das Quietschen von Schulkreide? Was tun Sie also, wenn Sie eine Brieftasche finden? Würden Sie sich so etwas an die Wand hängen? Schon mal so ein Rad gefahren? Haben Sie jemals Ihre Bedenken abgelegt und sich in die Welt des Wrestling gestürzt? Wollen Sie noch eine Karte? Haben Sie je Ihre Initialen in nassen Zement geschrieben? Können Sie nicht schlafen? Gehen Sie bei klarem, blauem Himmel auch gerne spazieren? Haben Sie auch öfter das Gefühl, Ihr Computer hätte ein Eigenleben? Sind Sie schon mal über einen Friedhof spaziert? Zum Fürchten, nicht wahr? Wer war die Stimme am Telefon? Ist diese Pistole mit einem speziellen Sicherheitssystem versehen? Was für ein Leben führt ein Gruselautor? Was ist eigentlich Ihr Traumberuf? Was glauben Sie, wie ist die Uhr auf das Foto gekommen? Gab es hier einen bösen Untermieter? Was ist hier passiert? Wer war Schwester Sarah? Sind Sie mal auf einem dieser großen Parkplätze gewesen und wussten nicht, wo Sie Ihr Auto abgestellt haben? Für wie viel Geld würden Sie eine Nacht auf dem Friedhof verbringen? Glauben Sie an die Macht eines Fluches? Wie können wir uns das hier erklären? Was steckt hinter dem grünen Daumen? Würden Sie sich trauen, unter einer Leiter durchzugehen? Mussten Sie in letzter Zeit einen Klempner holen? Kann eine Pflanze wirklich einen Mörder identifizieren? Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Haben Sie in letzter Zeit einen Hörtest machen lassen? Kann ein Mensch derart vom Pech verfolgt sein? Gibt es einen wichtigeren Beruf als den des Lehrers? Wie kann Taubheit durch Lärm wieder völlig aufgehoben werden? Kann man etwas Nicht-Vorhandenes sehen? Wie der wohl aussehen würde, wenn wir ihm den edlen Bart abnehmen? Was tun Sie für die Sicherheit Ihres Heims? Verreisen Sie demnächst? Wie verwahren Sie Ihre Wertsachen? Was könnte geschehen sein, wenn keiner rangeht? Glauben Sie, dass Träume die Zukunft vorhersagen können? Aber ist das wirklich so einfach? Sammeln diese Obdachlosen lediglich ausrangierten Müll? Wie zuverlässig wären Sie als Augenzeuge? Gibt es etwas Wertvolleres als die Gabe des Sehens? Wer kann die Mysterien der Musik erklären? Welche Augenfarbe hatte der Mann? Existiert ein Unterschied zwischen Wahrheit und Realität? Kann ein Flugzeug von selbst fliegen? Was ist nun richtig? Jung oder alt? Oder etwa beides? Stimmt es, dass die Feder mächtiger ist als das Schwert? Der Selbstmord, indem er sein eigenes Porträt malte? Haben die Putzfrau und der Wachmann am Ende doch nur Gespenster gesehen? Aber sind Katastrophen nicht auch eine Frage der Perspektive? Ist es nun wirklich so gewesen? Wie soll man sich das erklären? Und, können Sie Ihren Augen noch trauen? Ist die Wahrheit immer leicht zu erkennen? Ist es möglich, dass beide gleich groß sind? Fiel es Ihnen leicht, Lüge von Wahrheit zu trennen? Schon bemerkt, dass Grundstücksmakler als Stars behandelt werden? Was war hier passiert? Wahrheit oder Fantasie? Wo ziehen Sie da die Grenze?